Es war ein Blitz und ein Donner, der wohl gleich neben uns eingeschlagen hat. Irgendwo, da draußen. Jetzt habe ich Angst. Jetzt habe ich panische Angst, wirklich. Ja, Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Road to PvP Pro. Und heute, weil ich mir gedacht habe, ja, die PvP Pros, die können ja mit allem umgehen, habe ich mir einfach mal so spontan gedacht, komm, heute nimmst du mal ein zufälliges Kit. Und ja, wir schauen jetzt gleich drinne. In 15 Sekunden geht's auch schon los. Und ich bin gespannt, wie wir schaukeln. Ich weiß nicht mal, welches Kit das ich habe. Redstoner. Was ist denn ein Redstoner? Oh Gott, ich habe noch nie Redstoner gespielt. Das ist doch der mit den Oh nein! Stone Pressure Plate. Irgendwie habe ich was gehört, dass die Pressure Platen jetzt auch schon in die Luft gehen sollen. Also allein nur. Ach Mann, das ist ein Dieb. Der hat uns jetzt ganze Kiste ausgeräumt. Alter, ist das eine Nudel. Also, wir können es mal ausprobieren. Aber ich glaube nicht, dass das was ausmacht. Naja, mal schauen. Auf jeden Fall, wir müssen jetzt erstmal da vor zum Baum. So, und hier sind wir auch schon. Jetzt, ja, jetzt mischt sich da noch wer ein. Genau! Zu dritt, ja, euch geht's doch nicht mehr gut. Ey, wir müssen jetzt mal hier rüber und den Baum hier abfüllen. Komm. Diesmal bekommt ihr mein Zeug nicht. Nee, dieses Mal nicht. So, gut. Erst brauchen wir einen Working Bench. Und die haben wir hier. Erstmal hinsetzen und dann ein kleines Eisenschwert craften und vielleicht eine Hose. Oder einen Helm oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall irgendwas craften, auf jeden Fall. So, 15 Sekunden haben wir noch Schutzzeit und dann geht's auch schon los, dann wird Ring geschürt hier. Und der nächste Gegner ist von mir 20 Blöcke entfernt. Wo ist denn der? Der ist da drüben. Meinst du, den kriegen wir? Redstone ist eigentlich bloß da zum... Oh, der hat hier. Scheiße! Nein! Yo! Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Yo! Geilo. Ja, wirklich mega nice. Das hätte ich jetzt, das wäre das letzte gewesen, was ich erwartet hätte. Geil, jetzt müssen wir erstmal uns wieder regenerieren. Weil sonst... Nein, ich bin doch so voll Pfeife, oder? Erstmal hier alles aufsammeln. Hier haben wir 7 Eisen. Das bringt uns nicht viel. Wir brauchen noch 2 Eisen. Dann können wir uns einen Brustpanzer machen. Aber erst muss ich mal schauen, dass wir regenerieren. Es leckt. Und erst irgendwie sind wir mit 20 Blöcke entfernt und wir müssen unbedingt hier weg. Oh, 73 Blöcke. Oh, das ist Entspannung hoch 10, Leute. Gut. Es. Nein! Trauer. Am Abschirren. Ich bin doch so ein Idiot. Wieso steht da eine Mauer? Ich streh ab. So Leute, da ist letzte Runde leider nicht so gut geklappt. Hat sie mir jetzt in der nächsten Runde. Und wir haben das Kit Delfin in der Plains. Aber es ist minimal Wasser hier. Wenigstens etwas. Und ja, jetzt schauen wir gleich wieder in der Mitte. 10 Sekunden haben wir noch. Und dann gehen sie gleich auch schon wieder in die nächste Runde. Hey, da ist einer mit Trizel Skin. Der hat's drauf. Und jetzt. Nein, ich hab einfach alles verkackt. Ey, das gibt's ja nicht. Weg hier. Erstmal. Ah, nee. Ich hab grad 0 Skill. Mein Skill liegt gerade an der Null. Krasses Englisch mal wieder. Und da hinten ist auch eine Kiste. Die holen wir uns jetzt gleich auch. Da ist links ist auch eine, aber die holt sich der Bananentyp hier schon. Und ein Dia. Aber leider nur einer. Ich brauch noch den zweiten Mann. Einer plus einer, dann habe ich 2. 1, 2, 3, 4. Oh, perfekt. Perfekt. Rinschön kann man nicht besser. Und da sind noch mehr Kisten. Und da ist der Bananenmensch. Oh. Noch besser? Das wäre natürlich schon geil. Und Delfin können super springen im Wasser. Nein, aber ich will doch nicht zurückgesprungen werden. Jetzt müssen wir uns erstmal eine Working Bench craften, ne? Die sind alle drüben, hoffe ich mal. Und da bleiben sie auch hoffentlich ganz schnell. Was craft ich mir jetzt? Schuhe oder Helm? Schuhe habe ich schon. So, und da ist einfach, da hinten steht auch einer in der Ecke.
Und da hat sich jetzt eine hinteleportiert, die Bell und See und die Bell und See und der Trice mischt ein und staubt auf. Ach scheiße, ich bin ja kein... Oh, das war ein Splash. Das war ein Splash und das ist auch eine Rede wert. So, hier erstmal ausrüsten. Okay, gut. Dann müssen wir jetzt weiter hier. Über das Wasser. Blup, da hinten irgendwo. Da gehen wir jetzt auch hin. 88 Blöcke entfernt. Jetzt ist er da hinten irgendwo. Also wurde anscheinend getauscht oder mit seiner Plattform. Leute, habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Wisst ihr, was das war? Das war ein Blitz und ein Donner. Der, wo gleich neben uns eingeschlagen hat. Irgendwo. Da draußen. Jetzt habe ich Angst. Jetzt habe ich panische Angst, wirklich. Da ist er. Oh nein, was hat er denn? Was hat er denn genommen? Oh Gott. Nein! Das kann nicht sein! Okay, nächste Runde. So, und in der nächsten Runde Ender Games. Und da ist schon wieder der Trice, der, glaube ich, verfolgt uns. Aber das ist ein anderer. Wir haben eine Locke und er hat keine Locke. Also es muss schon was heißen. Und jetzt geht's schon wieder in die Mitte. Welches habe ich überhaupt? Zielsuche. Ich habe Zielsuche. Geil. Ich habe... Habe ich Ziel... Ich weiß nicht, aber normal habe ich wieder zufälliges Kit ausgewählt. Und da sind die... Und wir Goldie. Ja. Wenigstens haben wir etwas. Und Zielsuche, das ist eins meiner Lieblingskits. Da geht es auf jeden Fall ganz schnell. Aber ob ich mit dem gut spielen kann, das ist das nächste Mal wieder. Oh, übers Wasser. Und da ist die Kiste ja schon leider wieder weggefloppt. Mann, die Kisten haben es heute wirklich dicker mit mir. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe sonst irgendwo noch einer. Der rennt jetzt direkt zu der anderen Kiste. Und wir haben das Einzige, was wir haben, ist 4 Gold. Nein, das kann nicht sein. So, jetzt habe ich 8. Ja, ich wollte mehr. Aber ich wollte ja auch was anderes in mehr. Oh Mann, ich weiß auch nicht, was ich will. Gut, jetzt müssen wir erstmal craften, weil sonst sieht es hier ganz schlecht aus. Hauptsache mein Brustpanzer, dass wir uns ein bisschen schützen können. Und jetzt, wenn man Softboxen anhat und du scheiß Fenster aufhast, fliegen hier schon wieder 1000 Fliegen rum. Und Mücken und bla bla bla. Ja, ich hasse das. Ich hasse diese Mistviecher. So. Gut, 10 Sekunden haben wir noch, um was zu craften, ne? Und die 10 Sekunden, schaffe ich das? Schaffe ich das? Habe ich geschafft. 4 Sekunden noch und da hinten rennt da auch schon mein Schnucki, der wo abgeschürt werden will. Oder ich abgeschürt werden will, besser gesagt. Sagen wir mal. Haben wir schaffen. Der craftet, der sammelt schön Ressourcen und ich, der Lappen, rennt hier rum. Ist sicher ungeheuer, oder? Zu 100% ungeheuer. Was hat... Den habe ich gut erwischt. Und ich hab Speed. Mit meinem Kitzelsohr geht es. Und habe ich nochmal getroffen? Oh, ja, der Border hat mir sehr viel geholfen. Der nächste 70. Oh. Das ist schnieke. Oh, wir haben Eisenschwert. So, abbauen. Und dann gehen wir schon auf nächste. Ich bin die ganze Zeit hier am Rumschauen, weil hier die ganze Zeit fliegen und fliegen, ey. Mann, dann denken mich die Fliegen auf hier. So, mehr Eisen haben wir natürlich wieder, ja. Und das ist, oh, ein Poison-Trank, oh ja, geil. Den finde ich schnieke. Den können wir dann gegen einen Gegner... Nächster Gegner. 20 Blöcke vor mir. Ich weiß nicht, ob er Angst hat oder ich Angst haben soll. Ja, nice. Ja, yo, Gangster, ey. Du bist ein Gangster, wisst du das? Oh, den habe ich gut getroffen. Ja. Bitch. Abgeschürt. Ey, der hat den Türschwert. Der hat den Türschwert einfach. Jetzt gehört's mir. Hatte der noch sonst was Wichtiges? Oh, nur sein Geraffel von Iron und so. Aber das können wir jetzt alles für uns nutzen. Gut, sind wir schon mal ganz schnieke ausgerüstet. Und jetzt geht's weiter zum nächsten. Wo sich der versteckt ist, ist die nächste Frage. So, wir schwimmen jetzt erstmal hier rüber. Und dann sind wir auch schon wieder woanders. Magie. Da hinten ist er. Der Frumzmunzel, oder wie der heißt. Furzmulde. Der hat einen geilen Namen. Down. Es war eh so klar, dass der mit 2 Hits down geht, weil der war sehr schnieke ausgerüstet. Ernsthaft? Warte mal. Das kann ich jetzt gerade nicht fassen. Ernsthaft? Ja, geil. Erstmal vercraften alles. So, jetzt sind wir schon mal mehr als mega schnieke ausgerüstet. Mal schauen, wie schnieke es noch geht.
So, wir haben noch ein paar Leute hier rumgammeln. Da oben und da unten, 200 Blöcke entfernt. Ja, gewettert, so ein Gewitter, das gibt's doch nicht. So, wir müssen jetzt unbedingt mal einen Gegner wieder finden. Am besten ist... Okay. Hier irgendwo... Hä? Jetzt ist er da hinten? Hä? Was? Hä? Oh. Oh. Ja gut. Hab ich gesagt, dass er das drauf hat? Da habe ich das nicht. Ja, wie komme ich da hoch? Nicht. Ich sollte auf jeden Fall was einmal ausrüsten. Das soll gewiss sein. Und den habe ich auch hier. Mann, das gewittert und ich habe Angst. Oh, oh, oh nein, oh nein, oh nein. Shoot, shoot, shoot. Super. Genau, der ist gut gedamaged. Also der ist high wahrscheinlich, zu 99% ist der high. Komm her, komm her. Ja, der ist down. Da hinten ist der nächste. Komm her. Der ist fast down, der ist fast down. Aber ich auch. Nein! Ernsthaft jetzt? Oh Mann, das war eine nice Runde. Er hat gewonnen. Richtig nice Runde. Also Leute, das war's mit der Folge Road to BvP Pro. Ich hoffe, die hat dir gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ringgeschirr. Ciao, Leute.